Bravo, genau. Ich denke, liebe Singer und Singerinnen, ich komme aus Tübingen, bin dort die Direktkandidatin, bin aber gleichzeitig auch Bundestagsabgeordnete bereits seit 4 Jahren jetzt für die Linke in Berlin, entsandt aus Baden-Württemberg. Wir haben ja 3 Abgeordnete und mein Spezialbereich ist die internationale Entwicklungs- und Friedenspolitik, die sämtliche Fragen, was Globalisierung angeht. Da habe ich mich schon lang engagiert in der Friedensbewegung, bei ATTAC und bei vielen anderen sozialen Bewegungen. Und für uns alle war es eigentlich schon seit Jahren klar, dass das, was jetzt eingetreten ist, die große Finanzmarktkrise, die uns alle noch viel mehr direkt in unseren Lebensumständen betreffen wird, dass dies so nicht weitergehen kann, das war vielen schon vor Jahren klar. Viele Gruppen haben gewarnt, auch die Linke, als wir 2005 in den Bundestag eingezogen sind, haben gesagt, wir müssen die Finanzmärkte ganz strikt regulieren und wir müssen die Spekulation bekämpfen und dafür sorgen, dass in die Menschen und in die Gesellschaft investiert wird und dass nicht wenige Milliarden Gewinne machen, die dann die Allgemeinheit zahlen muss. Und für viele, viele habe ich jetzt gelesen, wissen noch gar nicht, wen sie wählen sollen und viele wissen auch noch nicht, ob sie überhaupt wählen sollen. Mehr als 30% in Deutschland sind noch unentschieden, weil die Optionen, was die Angebote, was es danach gibt, realistisch gesehen Schwarz-Gelb oder die Große Koalition, keine Angebote sind, die eine soziale Politik entwickeln. Das haben die Menschen in den letzten Jahren erfahren. Und deshalb ist unser konkretes Angebot, und da möchte ich auch wirklich aktiv motivieren, zur Wahl zu gehen und die Linke zu wählen. Das ist keine verlorene Stimme, wenn wir jetzt in keiner Regierungskoalition dabei sind. Im Gegenteil, es ist eine Stimme für eine starke linke Opposition hier in Deutschland und im Bundestag, die Druck macht, egal welche Regierung kommt, und die einfordert, dass die Krise, die jetzt da ist, nicht auf die Allgemeinheit weiter abgewälzt wird, sondern dass endlich eine aktive Sozialpolitik und eine Umverteilung von oben nach unten stattfindet. Ja, das ist nämlich eine gute Frage, wer das alles zahlt. Sehr guter Einwurf von Ihnen. Bleiben Sie ruhig mal stehen und hören Sie zu. Wir kriegen nämlich jetzt die Angebote von CDU, FDP, die schon wieder sagen, ja, wir müssen jetzt die Leistungsträger in unserer Gesellschaft stärken. Das sind nämlich die Unternehmer. Die Wirtschaft muss jetzt entlastet werden mit Steuersenkungen, wie die FDP es vorschlägt, wie auch die CDU verspricht, damit die Wirtschaft wachsen kann. Und Wachstum bedeuten dann mehr Arbeitsplätze und mehr Arbeitsplätze, Wohlstand für alle. Aber genau das sind die Rezepte und Versprechungen, die wir die letzten 20 Jahre gehört haben. Das ist genau diese neoliberale Politik, die betrieben wurde, schon unter Rot-Grün und auch der Großen Koalition. Steuersenkungen für die großen Unternehmen, Entlastung für die Vermögenden mit einer totalen Ungleichverteilung mittlerweile des Vermögens, Entlastung, Entlastung für die, die Besitz haben und die großen Unternehmen. Und es wurden nicht mehr Arbeitsplätze geschaffen. Es wurde nicht investiert in dieses Land. Der Niedriglohnsektor ist gestiegen durch Ausweitung der Leiharbeit, durch fehlende Mindestlöhne, durch Hartz IV zum Beispiel. All das hat zu einer Verarmung in Deutschland beigetragen. Und wo sind die Investitionen in dieses Land? Ein Großteil ging eben an die Finanzmärkte, ging in die Spekulation, weil dort viel größere Renditen zu erwarten sind, als wenn ich direkt investiere in Arbeitsplätze in die Unternehmen. Und deshalb hat genau diese Politik zu riesengroßen Reichtum geführt, zu wenig Arbeitsplätzen, die neu geschaffen wurden, im Gegenteil zu mehr Armut und viel mehr Reichtum und Billionen, die an den Finanzmärkten in Spekulationsblasen gesteckt wurden. Und deshalb brauchen wir hier eine ganz andere Politik, weg von diesen Versprechungen und diesen Märchen, neoliberalen Märchen von CDU und FDP. Und zu den Vermögensunterschieden möchte ich noch was sagen. Wir haben mittlerweile ein Vermögen, Privatvermögen in Deutschland von 6,6 Billionen.
Billionen Euro. 6,6 Billionen Euro. Und wie ist es verteilt? 10% der Bevölkerung besitzen 70% des Vermögens. Und über 60% der Bevölkerung besitzen fast gar nichts. Und das ist das Ergebnis der Politik von Rot-Grün und der Großen Koalition. Und das muss ein Ende haben. Und wir sind die einzige Kraft, die ganz klar sagt, wer ernsthaft Armut bekämpfen will, muss den Mut haben, Reichtum abzubauen und begrenzen. Und wir haben ja auch zahlreiche Vorschläge gemacht. Ich sage ganz klar, wir sind die einzige Partei, die im Moment sagt, wir wollen Steuererhöhung, wir brauchen sie, weil der Staat aufgrund auch der enormen Verschuldung und auch aufgrund der großen sozialen Herausforderungen, die erst nach der Wahl auf uns zukommen werden, wenn Kurzarbeitergeld ausläuft, wenn die Auftragseinbrüche durchschlagen, dann kommen die großen sozialen Fragen. Gibt es noch mehr Entlassungen? Gibt es Arbeitsmöglichkeiten für die Menschen? Werden sie in einem sozialen Netz aufgefangen, das weiterhin ein menschenwürdiges Leben ermöglicht? Oder wird es noch mehr soziale Ausgrenzung und Stigmatisierung der Menschen geben, die jetzt schon wenig Geld haben und überhaupt nicht an diesem Leben hier in Deutschland vollständig teilnehmen können? Und deswegen brauchen wir mehr Staatseinnahmen, damit wir investieren können in Arbeitsplätze, in gesellschaftlich wichtige Bereiche, Bildung, Gesundheit, Pflege, den ganzen Bereich der Sozialarbeit, der Jugendarbeit, in Klimaschutz. All das sind große gesellschaftliche Herausforderungen, dafür brauchen wir Geld. Und wir wollen ganz klar deswegen eine Umverteilung. Nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil wir dieses Geld dringend benötigen für die gesellschaftliche, soziale und zivile Entwicklung. Und deswegen sagen wir, haben wir umfassende Vorschläge gemacht, angefangen von der Millionärssteuer über die Erhöhung des Spitzensteuersatzes, über die Rücknahme der Unternehmenssteuerreform, die die großen Konzerne in enormem Maße entlastet hat. Nicht die kleinen und mittelständischen Betriebe haben in erster Linie profitiert. Die großen Konzerne, wenn sie ihre Kapitalveräußerung nicht mal versteuern mussten, Abgeltungssteuer, alles nivelliert, und das kommt den großen Vermögen zugute, und an die müssen wir ran, und da gibt es sehr gute Vorschläge von uns, und das halte ich für die Moment die einzige realistische und seriöse Politik, und deswegen ist es wichtig, dass Sie uns die Stimme geben. Alles andere sind leere Versprechungen, die nach der Wahl überhaupt nicht mehr einzuhalten sind. Bedeutet es natürlich auch, dass wir dieses große Verarmungsprogramm, das schon unter Rot-Grün und der Agenda 2010 begonnen hat, natürlich Hartz IV, Ausweitung der Leiharbeit, Mini-Midi-Jobs, vor dem vor allem Frauen betroffen sind, die in diesen schlechten Beschäftigungen Teilzeitjobs bekommen, fehlender Mindestlohn, dass über 1,5 Millionen Vollzeit arbeiten, 1,5 Millionen Menschen, und zusätzlich Hartz IV beantragen müssen, weil sie von dieser Arbeit nicht leben können. Das ist ein Riesenskandal, das wird von vielen benannt, aber die anderen machen nichts dagegen. Und deswegen wollen wir den Mindestlohn und wir wollen die Leiharbeit massiv begrenzen. Übrigens auch eine Veränderung des Steuersystems, das auch das Handwerk, zum Beispiel mittelständische Betriebe, entlastet, weil wir einen neuen linearen Anstieg im Steuersystem fordern und nicht diesen progressiven Ansatz, diese kalte Progression, die vor allem den Mittelstand und auch diese sogenannte Mittelschicht hier in Deutschland sehr stark belastet. Also wer hier einen Handwerksbetrieb hat, ist bei der Linken auch gut aufgehoben. Wir wollen investieren in Arbeitsplätze, die durch den Staat geschaffen werden. Ich habe das genannt, die wichtigen Bereiche. Da haben wir den Vorschlag eines 100 Milliarden Zukunftsprogrammes jährlich. Und dieses Programm soll über sowohl Steuereinnahmen investieren,